Roland Klaus von der Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe bei der ersten Lesung dieses Bundeshaushaltes in der Schlussberatung, es war der 11. September 2015, also 9/11 nach 14 Jahren, an meine sehr persönliche Wahrnehmung von 2001 und dem folgenden Afghanistan-Krieg erinnert. Und ich konnte nicht ahnen, dass mich diese Erinnerung schon heute wieder einholt. Und ich bin jenseits jeder Rechthaberei sehr traurig darüber, dass wahrscheinlich die nächste Kriegsbeteiligung droht. Und Herr Schäuble, ich empfinde das auch nicht als unsolidarisch gegenüber Frankreich. Und ich sage deshalb nochmal, Krieg ist die falsche Antwort auf den Terror. Wir haben in diesen Tagen einen Bundesfinanzminister erlebt, der beim Betrachten der sogenannten schwarzen Null vorsichtiger geworden ist. Er hat uns jetzt die Null immer mit dem Begriff »wenn möglich« präsentiert. Das hat gewiss seine Gründe. 2014 ausgeglichener Haushalt, vor allem wegen einer Menge von Ausgabenresten. 2015 hohe Mehreinnahmen und geringere Zinsbelastungen. Und in 2016 aber sind die Spielräume ziemlich ausgereizt. Und ja, da gebe ich Ihnen recht, Herr Bundesfinanzminister, wir sind deshalb sehr von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Und ich will in diesem Zusammenhang mal eine Anmerkung machen. Es ist für mich ziemlich erstaunlich ruhig geworden im Parlament hinsichtlich der Rolle der Finanzmärkte und der Schattenbanken. Schattenbanker wünschen sich das, wie der Name schon sagt, sie wünschen sich, nicht in die Öffentlichkeit zu treten. Der Song ist alt, aber nicht falsch. Die im Dunkeln sieht man nicht. Aber gerade wegen der Abhängigkeit der Staatsfinanzen von der Wirtschaftsentwicklung sagen wir, die unselige Dominanz der Finanzwirtschaft gegenüber der Realwirtschaft muss endlich überwunden werden, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es für uns auch nicht zu akzeptieren, dass Koalition und Regierung über Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt nicht einmal nachdenken. Die soziale Spaltung der Gesellschaft wird hingenommen, aber ohne eine grundlegende soziale Modernisierung der Gesellschaft wird die Republik, wird die Gesellschaft ihrer humanistischen Verantwortung nicht gerecht werden können. Und deshalb fordern wir nach wie vor, asozialen Reichtum gerecht zu besteuern. Vor kurzem wurde 25 Jahre deutsche Einheit gefeiert. Und wir sollten nicht vergessen, 1989/90 haben nicht nur die Ostdeutschen, aber doch besonders die Ostdeutschen eine neue Kompetenz erlernen müssen. Nämlich die Kompetenz zur Lösung eigentlich unlösbarer Aufgaben. Mein Eindruck heute ist, dass wir diese Transformationserfahrungen, ja auch diesen Erfahrungsvorsprung im Umgang mit Umbruchssituationen heute und zwar bundesweit sehr gut gebrauchen können. Zum Schluss. In den Haushaltsberatungen wurden etliche biblische Weisheiten zitiert. Herr Kauder meinte gar, die Bibel gegen das marxische Kapital stellen zu müssen. Aber Marx war bibelfest und ich will das auch belegen. Und so findet sich im Kapital, Band 3, die Quellen liefere ich alle nach, eine, wie ich finde, hochaktuelle Passage, wo Marx sich auf Martin Luther besinnt und dessen Bibel verweist. Das Zitat: Deine Fürsten sind der Diebe Gesellen geworden. Und ich denke, Sie kennen den Fortgang des Spruches und was jeweils aus den kleinen und großen Dieben geworden ist. So viel hochaktuelle Gesellschaftskritik von Bibel, Marx und Luther sollte doch auch bei dieser Regierung und bei dieser Koalition nicht folgenlos bleiben, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
als nächste Rednerin.